Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier EPG Schwarze Bombe Nostalgie Projekt mit Tom, Matze und Tiger. Servus. Hallo. Grüßt euch. Ey, was wird's los? Ruhig brauner. Na, alles was nicht fest ist. Der ist jetzt eben gerade ein bisschen hingedriftet hier. Ey, hier liegt übrigens alles voll Gras, Tom. Ja, ich weiß, das hab ich jetzt auch gerade gesehen. Flieg jetzt runter, ich mach die Feldrandbegrenzung. Feldrandbegrenzung? Ja, immer glatte Kante ziehen außenrum. Ist doch schon. Nee, hier ist alles zickzack. Ja. Es ist ein Feld, kein Kunstwerk. Da kann es doch mal ein bisschen nicht glatt sein. Ey, das soll schon ein bisschen schick aussehen. Schick aussehen, ja. Da legen die in der Landwirtschaft in Real Life auch Wert drauf, dass das schick aussieht. Ja, aber klar doch. Eine Runde rum und ich gewinne noch einen ganzen Hektar. Da. Das steht mal teilweise unter Strafe, sowas. Wenn ich hier alles täusche. Oder kriegst mit der Kommune dann Probleme. Aha. Ja, überleg doch mal, wenn das jeder machen würde. 500 ja, Meter abflügen. Die Flurstücke, wie sich das eigentlich mal heißt, die sind ausgemessen. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Oh, da gibt's bei uns immer manchmal jetzt richtig Ärger. Die alten Bauern, die wissen doch, von da bis da geht das Feld und wenn die jetzt mit, genau, ihren, ich komm jetzt gerade. Mit ihrer neumodischen Vermessungstechnik die ganzen Felder neu einmessen, ey. Da gibt es manches böses Blut immer zwischen den Bauern. Warum? Wenn die mit ihrem neumodischen GPS alles die Felder einmessen. Ja. Und die Bauern wussten seit 100 Jahren, von da bis da ist mein Feld. Und jetzt ist die Flurgrenze auf einmal 20 Meter ganz woanders. Ja gut, dann war aber nie sein Feld dort. Aber früher war das halt so, dass... Da wurde das so gemacht. Oh. Deswegen hat sie ja früher auch noch mal in 2 Meter Tiefe nachher noch einmal im Grenzstein sitzen. Das? Ja. Wenn der normalerweise sitzt oben auf der Oberfläche ein Grenzstein. Und in 2 Meter Tiefe saß nachher doch immer ein Grenzstein. Wenn es nachher irgendwo Knatsch gab, musstest du halt den untersten rausbuddeln oder unter Zeugen freilegen, dass du eben beweisen konntest, dass der Nachbar das Land geklaut hat. Aha. Na, da kannst du aber lange buddeln, du musst ja ganz genau wissen, wo der ist. Das ist. Ist eine Finde in 2 Meter Tiefe, ist da irre. Na gut, egal. Ich werde schon wissen, wie es kann. Nachricht schreiben, entschuldigt Leute, aber ich brauche meine Kopfschmerztablette, es wird nichts. Ach nee. Richtig schönen Sonntag, ey. Sonntagsfolge total gechillt. Joa. War nicht so die Talk-Themen die Woche dabei, ne? Muss man mal ganz klar sagen, aber ich kann es auch nicht ändern, Leute. Mir geht's nicht so gut und ihr habt immer keine. Ihr wollt immer über nichts reden, warum nicht? Wir haben meistens nichts zu reden, weil wir meistens mit ganzer Woche schon über die Sachen geredet haben. Ja, das ist schlecht. Sollt ihr euch für die Aufnahmen aufheben?
Super. Gar nicht. So. Hier oben die Ecke auch gleich zu. Das ist spitze. Bitte. Meine Nase geht zu, ich krieg einen Rotzner. Eine Rotznase. Der Rotzbengel. Halsschmerzen. Nee, das war der Rotzlöffel. Ja. Halsschmerzen sind echt was Unangenehmes, ne? Ja, ja. So, so Halsschmerzen, dann kannst du auch nicht richtig beim Essen schlucken oder beim Trinken. Das ist. Oh. Ja, generell auch alles ist irgendwie blöd. Halsschmerzen. Eben den Flug. So, mal gucken, ob Mats der Traktor jetzt noch ein bisschen wächst. Nein, leider nicht. Der ist schon groß, nicht so wie deiner. Ey, komm. Klein, aber fein ist meiner, also, ja, bitte. Ekelhaft. Können wir mal über was anderes reden, bitte? Wir reden von Traktoren, ich weiß nicht, worüber du schon denkst, aber... Echt, ey. Wenn wir zu dem Gespräch, das dazukommt, könnte man alles denken. Warst du Samstag bei Hitcher im Stream mit dabei? Ja. Den ganzen Stream? Ja. Halleluja, sage ich nur. Das Ende war am lustigsten. Ja. Aber ich glaube, er hat mal bei Freezy vorbeigeschaut, oder? Ja, er war einmal kurz bei Freezy, wo sie, oder was heißt kurz, ich glaube, eine Stunde oder zwei, wo sie sofort angespielt haben. Hat er da mitgespielt? Ich hab's mitgespielt, ja. Ich glaube Hitcher, Bertha, Freezy und Karl, der dritte, ich glaube Turner war glaube der vierte, glaube ich sogar. Jetzt brauchst du auch nicht mehr herkommen. Mach ich aber. So, die Bauminsel habe ich ja schon eingegrenzt. Muss der jetzt bloß noch der Hector machen. Oh ja. Danke. Ah, jetzt gab's erstmal eine Ibo. Mach die Ecke unten noch fertig. Tino, machst du die. Ah ne, ihr seid ja zu zweit hier unten in der Ecke. Ach, bis die Ecke fertig war, bis ihr mit eurem Flug hier dreimal im Kreis gefahren seid und 12.000 Ecken da reingebaut habt, dann bin ich doch hier dreimal um. Also hier einmal diesen und dann ist das schon fertig. Ganz easy peasy, lemon squeezy. Ja, mach doch. Oh. Ohne. Übrigens, die Ecke, die da doch frei ist, die geht nicht zu grob an.
erst übers Feld hinausgekrubbert, Tom. Das in die Insel reingekrubbert. Schöne Insel. Echt die ganze Woche gebraucht. Das fällt immer noch nicht fertig. Das gibt's ja gar nicht, ey. Tja, die Felder sind einfach zu groß für die alte Technik. Ja, das nicht. Haben wir schon relativ große Technik. Oben war jetzt fertig, ne? Oben ist fertig komplett, ja. Noch hier unten die Ecke. Tom, mach einen Durchstich. Halt. Ihr seid aber alle noch am Flügen, weil Kuban tut doch keiner, oder? Nee, wir sind alle noch beim Flügen. Ich wollte gerade sagen, weil wir haben nur da Kuban, wo schon gedippt wurde. Irgendwas ist mal alles fertig hier, wenn wir hier durch sind. Wie viel Gruppe haben wir? 2 Stück am Feldrand stehen. 2 oder 3? 2 stehen am Feldrand schon. Werde das jetzt erst 3? Ich hab's nicht verstanden. 2 Stück stehen. Dann sag 2 und nicht 2. 2 und 3 ist einfach, kann man nicht auseinanderhalten, 2 und 3. 2 Stück stehen am Feldrand. Ja, das ist nett, danke. Bei der Bundeswehr hat man uns eingetrichtert, es heißt nicht 2, es heißt 2. So, fertig. Wegen der Funkerei. Und weil keine Sau 2 und 3 auseinanderhalten kann. Ja, und bei der 5 gab es auch immer Probleme. Da hat man immer 5 gesagt. Warum, was ist denn, was klingt denn wie 5? Ja, keine Ahnung, ich weiß aber nur, dass halt da auch Anjur halt was anderes da am Stelle von der 5. Wieso, weshalb, warum, kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich bin mit 2 und 3. Ja, das auch, ja. Oh. Bam, bam. Mal Platz haben mit dem Mini-Flug. Die dicken Maschinen. Du, ja, stand noch. Wow, der zieht nach rechts, das gibt's ja gar nicht. Oder ist mein Bauch, der hier im Weg ist? Das ist ja irgendwie unvorteilhaft. So, Schweigeminute für Erschoniger hier im Projekt. Ein. LBG, schwarze Pumpe, legt die Schweigeminute für Erschoniger ein. Nein. Nein, wir bereiten uns jetzt schon seelisch aus dem Feierabend vor. Der Ostikone. Da. Der seelische Feierabend.
Kommst nicht vorbei, kommst nicht vorbei, kommst nicht vorbei. Da. Und Abflug. In die kleine Ecke noch und dann war's das. Gut, Langsam. Freunde, jetzt sind wir aber auch schon fertig. Feld ist geflügt, komplett. Nee, hier unten ist noch eine grüne Ecke. Oh, der macht sie weg. Wo denn da? Wo ist denn da noch eine grüne Ecke? Ja, wo ich, da wo ich bin. Gut. Weg? Ah. War ja riesig. So, Feld ist geflügt. Wir sind fertig. Ach, die grüne Ecke. Ja, Feld ist geflügt, wir sind fertig. Eine Woche hat es gedauert. Wie gesagt, entschuldigt nochmal, mir geht's nicht ganz so blendend, deswegen eine etwas ruhigere Woche, was Nostalgie betrifft. Nächste Woche geht's schon wieder ganz anders. Und ja, lasst es nämlich nachschauen bei den anderen vorbei. Euch einen schönen Sonntag noch. Chillt ein bisschen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nochmal fertig machen jetzt.